erstaunt ihr, was ich alles kann. In dem Köpfchen ist allerlei drin. Ihr glaubt wohl, ich schwindle. Ha, man sieht's mir nicht an, was ich für ein Teufelskerl bin. Lieselotte Pulver ist die berühmteste Schauspielerin, die die Schweiz je hatte. Für uns ist sie das Vreneli. Sie glänzte als Piroschka, als Räuberhauptmann, in Hosenrollen und in Doppelrollen. Kinder begeisterte sie als Lilo in der Sesamstraße. Man liebt ihr Lachen. Und sie bewegte sich auf Augenhöhe mit Hollywood-Größen. Schauen Sie direkt über meinen Zeigefinger. Sehen Sie es jetzt? Sieht nicht aus. Lieselotte Pulver wuchs in Bern auf. Der spätere Bundesrat Gnägi wohnte als Student bei der Familie Pulver. Für diese galt Kunst viel. Da war die Mutter, die eine grosse Sängerin sollen werden. Sie konnte etwas zu wenig üben. Und ich glaube, Lieselotte, ihr habt etwas bekommen von der Mutter. Schon früh wagte sie sich auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Ihr Bühnendebüt gab sie in der Primarschule als Rumpelstilzchen. Es bringt in die Luft und reißt sich mitten in zwei. Und ich hatte ein gelbes Pyjama an. Und nachher bin ich heute aufgesprungen und habe das Pyjama zwitzt abeinander gerissen. Nach dem Handelsdiplom nahm Lieselotte Schauspielunterricht und kriegte ihre erste klitzekleine Filmrolle. In der GI-Komödie Swiss Tours. Das waren die GIs, die nach dem Krieg in der Schweiz Urlaub machen konnten. Das sind dann die Schweizer Mädchen, die dann immer die Städte zeigen. Ich habe das übrigens privat auch gemacht, in Bern. Das ist ein bisschen geil, blöd. Pretty friendly bunch of girls. Es ist also nicht eine sehr grosse Rolle. Und ich weiss, ich habe dort drin, hat ihm Cornel Wells ein München gegeben. Und nachher, als ich nach Motor kam, ist das Münchi weg gewesen? Das haben sie dann einer anderen Schauspielerin gegeben. Im Stadttheater Bern wollte man sie nicht. Dafür klappte es am Zürcher Schauspielhaus. Dort spielte sie vor allem klassische Rollen in Stücken von Goethe, Shakespeare, Brecht und als Luise in Schillers Kabale und Liebe. Ich wollte eine Tragödin werden. Und das hat mir nachher dann niemand mehr geholfen. Auf der Bühne des Schauspielhauses fiel Lieselotte Pulver einem deutschen Filmproduzenten auf. Er bestellte sie in ein bekanntes Zürcher Restaurant und stellte sie auf die Probe. Eine Eifersuchtsszene sollte sie ihm vorspielen. Ich dachte, der vorgefrissene die Stimme, jetzt habe ich dann eine Szene gemacht und dann abgebrüht. Ich sagte also, du bist dann schon eine ohnmächtige Figur. Jetzt lass mich sitzen ohne Rappen, Geld. Du hast abgebrüht und ich hasse dich. Und so weiter. Und alle haben aufgehört essen und so weiter. Dann war es natürlich peinlich. Ich sagte, ja, ist gut, ich bekomme die Rolle. Eine Eifersuchtsszene gab es in Föhn nicht. Dafür kriegte sie gleich die Hauptrolle, an der Seite von Heinrich Gretler und Hans Albers. Das war erst der Anfang. Mhm. Ah, die Frau Gemahlin? Noch nicht. Aber ich bin mir ein, ich hab Chance. Warum behandelt sie dich schlecht? Dass du jetzt lachen kannst? Fräulein, die Welt dreht sich weiter. Und das ist gut so. Doktor, da kommst du um etliche Jahre zu spät. Los. Lieselotte Pulver stieg in Deutschland rasend schnell zum Kinostar auf. Nach dem Krieg lag das Land in Trümmern. Die Bevölkerung wollte das Elend im Kinosaal vergessen. Mit kaum jemand anderem gelang das so gut wie mit der jungen Bernerin. Man liebte sie für ihren bodenständigen Glamour und ihre optimistische Ausstrahlung.
In den 50er Jahren drehte sie einen Kassenschlager nach dem anderen. Das Publikum strömte in die Kinos für Heidelberger Romanze, Klettermaxe, Fritz und Friederike, Hab Sonne im Herzen. Um Lieselotte Pulvers Drehbuchautorin Julchen bemühten sich gleich zwei Männer. Der charmante Arzt Jules Berner, gespielt von Paul Hubschmidt, und Bernhard Wicki als polteriger Filmemacher. Ihm log Julchen das Blaue vom Himmel herunter. Er lässt sich's aushalten, nicht wahr? Ja. Und was macht die Drehbucharbeit? Ach, die. Sehen Sie dort droben, hinter dem zweiten Zacken, diesen Buckel? Nein. Schauen Sie direkt über meinen Zeigefinger. Sehen Sie es jetzt? Ja. Und jetzt etwas weiter links, gerade unter dem Schweizer Kreuz. Einen dunklen Punkt. Ach, ja. Das ist meine Hütte. Das Leben ist manchmal noch viel verwickelter, als unsere Fantasie es sich ausdenkt. Aus Ernst wird Spiel, aus Spiel wird Ernst. Und bei uns ist es eben... Was heißt das? Zürcher Verlobung sozusagen. Ihr wichtigster Regisseur war Kurt Hoffmann. Mit ihm drehte Lieselotte Pulver 10 Filme. Darunter das Musical Wirtshaus im Spessart, eine ihrer vielen Hosenrollen. Stimmbruch. Rock runter, Hände runter, alles runter. Nein. Ich zähle bis drei. Bitte nicht. Na, nun weinen Sie. Eine kleine, richtige Mädchen. Ja. Franziska, Komtesse von und zu Sandau. Ja. Woher wissen Sie das? Ich mag sehr schlecht sein, aber ich habe keine schlechten Augen. Man ist halt dann sehr gepflegt worden, man ist richtig gehend herausgestellt worden, es sind Rollen für einen geschrieben worden und es hat eine kolossale Publicity gegeben. Sie war auf Augenhöhe mit Größen wie Gary Cooper. Gina Lollobrigida. Henry Fonda. Uwe Fischer. Mit ihm stand sie für den Klassiker Helden vor der Kamera. Er als Schweizer Hauptmann Blunschli, sie als Rainer, die Verlobte eines Kriegsgegners. Wie ist da? Schreien Sie nicht, oder ich schieße. Wenn Sie vernünftig sind, wird Ihnen nichts geschehen. Machen Sie Licht. Drehen Sie mal um. Ein serbischer Soldat auf der Flucht. Als ich angefangen habe, war ich absolut fanatisch. Ich hatte nur Rollen, Partner, Regisseure im Sinn und Preis und den Oscar wollte. Und nachher, ich habe natürlich sehr viel gearbeitet. Und wenn ich 14 Tage nichts zu tun hatte, bin ich unruhig geworden. Der Vielarbeiterin wurden nur selten tragische Parts angeboten. Die Pulver mochte diese deshalb umso mehr. Etwa die Toni in den Budenbrocks, eine Adaption des Romans von Thomas Mann. Ach, Tom. Arme Toni. Und warum hast du mir nicht geschrieben? Ich wollte euch schon, Thomas. Und außerdem habe ich schon immer zur Verschlossenheit geneigt. Thank you.
sind alle fort. Papa und Mama. Wo sind sie hin? Und Hanno. Ihr wisst nicht, wie sehr ich ihn geliebt habe. Ach, er war ein Engel. Nun ist er ein Engel. Und Tom. Tot. Alle tot. Die liebste Pulverrolle für unser Nachbarland kam fast nicht zustande. Also die Piroschka, die ist mehr Monate lang angeboten worden. Der Kurt Hoffmann hat unbedingt mich wollen haben. Und ich habe das abgelehnt, da habe ich aber gerade Dulli-Filme gemacht. Und ich habe gesagt, ich will keine sättigen Lustspiele mehr spielen. Und das geht mir sowieso nicht, der Film lang ungarischer Gesang. Dann sind die plötzlich der Produzent und meine Agentin in unserem Salon gesessen, ich wollte überreden. Nachher habe ich gesagt, ja nur, also, gebt mir einen Cognac und so weiter. Nachher habe ich ein bisschen mehr Mut, für Nein zu sagen. Und dann bin ich total betrunken worden. Und am Schluss habe ich wirklich unterschrieben, nur dass ich ins Bett konnte. Ja, Jan, wie kannst du, Czardas? Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Du machst gar nichts, stellst dich hin, alles andere macht Musik. Komm! In der bittersüßen Romanze verpasst der verklemmte Student Andreas die große Liebe. Ein Leben lang trauert er Piroschka nach. Was denkst du eigentlich von mir? Dass du ein Mensch musst wirklich lieb haben können. Ganz wirklich. Schau, Andi, ich kann dir das ja sagen, weil wir doch gute Freunde sind. Wie du einmal selbst hast gesagt. Ja, das sind wir. Beim Casting für 1-2-3 stach sie alle anderen deutschen Stars aus. Als Fräulein Ingeborg wickelte sie sowjetische Diplomaten um den Finger. Ich habe das natürlich vorher geübt. Ich habe lange Tanzstunden genommen. Und nachher, es war eigentlich nicht vorgesehen, so einen langen Tanz. Und nachher hat Pirouette mir aber das vorgespielt, wie Marilyn Monroe das hätte gespielt. Und ich habe einfach alles nachher gemacht. Er hat mir die ganze Rolle vorgespielt. Das war also unglaublich. Das heisst, inklusive Schmollmund, halb geöffnet, lasst sie ja, und der Gang, wisst ihr, der Gang, der Wackelgang, das hätte. Sie glänzte an der Seite von Hollywood-Bad Guy Nummer 1, James Cagney. Guten Morgen, Mr. McNamara. Einen schönen guten Morgen Ihnen, Fräulein Ingeborg. Es heißt nicht Fräulein, es heißt Fräulein mit einem Laut. Donnerwetter, Monatsbericht. An Wendel Piesel, Hauptverwaltung Atlanta, Georgia. Von C.R. McNamara, Berliner Filiale. Der Melodrama-Spezialist Douglas Sirk holte sie für das Kriegsdrama Zeit zu leben und Zeit zu sterben. Der Dreh war keine gute Erfahrung. Es war ein ganz besonders schwieriger Film. Und zwar einfach wegen der Begleitumstände. Denn eigentlich hatte ich gar keine Zeit. Ich musste die Rolle reindrücken. Zwei andere haben in Salzburg gespielt und gleichzeitig einen deutschen Film vorbereitet. In Salzburg, Emilia Galotti, in Deutschlands Wirtshaus im Spessart. Und die hatten eigentlich nur 3 Wochen Zeit. Ein Mitläufer mit schlechtem Gewissen verliebt sich in die Tochter eines KZ-Insassen. Ihre Liebe steht unter einem unglücklichen Stern. Immer rein in die Arche Noah. Nach hinten durchtreten, bitte. Weitergehen. Willkommen an Bord. Freut mich ganz besonders. Und das war insofern schwierig, als also der Douglas Sirk irrsinnig vorbereitet hat. Und nachher bin ich weggefahren und er hat also, sind die anderen taub geworden, dass ich nie da war und so weiter. Und ich muss sagen, der Douglas Sirk hat mir wirklich sehr geholfen, denn die Amerikaner waren wirklich eisenhart.
Und ich muss sagen, ich habe das alles auf mich genommen, weil ich einfach die Rolle unbedingt wollte spielen. Es ist eine ernste Rolle. Ich gebe mir solche Mühe, mutig zu sein. Du hast doch so viel Mut. Nein, ernst. Ich tue nur so, als ob ich mutig wäre. Das tun wir alle, Elisabeth. Neben Schauspiel hatte die Pulver auch ein Sprachtalent. Deshalb fasste sie auch im französischen Kino Fuß. Darunter zwei Produktionen mit Legende Jean Gabin. Das ist der Mann mit dem Schirm, der die Opferstöcke erleichtert. Der mit dem Bart? Das ist das Mädchen, das klaut. Was soll das, Noel? Was hast du mit dieser Diebin zu schaffen? Ausgerechnet Sie haben es nötig, mich Diebin zu nennen. Sie Fälscher. Was? Dass Sie Opferstöcke in den Kirchen ausplündern, genügt Ihnen wohl nicht. Sie fabrizieren auch noch Falschgeld. Was soll dieser Unsinn? Was will diese Kröte damit sagen? Hm? Die vielbeschäftigte Pulver verfolgte auch Herzensprojekte. So etwa Gustav Adolfs Page mit Kurt Jürgens und Helmut Schmid. Diese Produktion stürzte sie in ein großes Dilemma. Das ist halt einfach manchmal fast Schicksal. Ich hatte so viele Verträge in Deutschland. Also dann gerade, wo die ganz grosse Chance wäre, dann hatte ich halt einfach einen Vertrag für Gustav Adolfs Page. Das ist die Novelle vom Konrad Ferdinand Meyer. Und ich wollte das unbedingt. Ich habe das praktisch auf die Beine gestellt. Der Film ist gestanden. Und dann plötzlich hat es geheißen, ja, ich glaube, die Finanzierung klappt nicht. Ich habe gesagt, ja, in dem Fall mache ich etwas anderes. Bin ich nach England gefahren. Ich wusste, El Cid ist in Vorbereitung mit Charlton Heston und mit Anthony Mann als Regisseur. Ich habe gesagt, ja, jetzt kann ich dir mich vorstellen. Und ich habe gehört, dass Sophia Loren ausfällt, dass sie nicht kann und so weiter. Und nachher hatte ich dort also einen ganz grossen Auftritt gehabt. Und tatsächlich, die haben gesagt, ja, wir müssen produzieren, wir brauchen jemanden. Und haben mir einen Vertrag gegeben. Und ich bin nicht aus dem Gustav Adolfs Page rausgekommen. Da haben sie gesagt, nein, der Film ist jetzt finanziert, der startet. Für mich ist also die Welt zusammengebrochen. Ich hatte den Vertrag unterschrieben. Ich habe mir gesagt, ich breche keinen Vertrag. Ich konnte das Seed nicht spielen. Hast du mir nichts zu sagen? Zieh den Koller aus. Erst nach dem Dienst, so habe ich es gelernt. Schluss, bald! Du weißt, was auf Befehlsverweigerung steht. Ich weiß. Sieh dich aus! Ja, ich bin ein Mädchen. Du hast dich bei mir eingeschlichen, in Männerkleidern. Mit dir habe ich vertraut. Hab dich gern gehabt wie einen Sohn! Leg diesem Herrn deine Hand auf die Schulter. Gustav Adolfs Page verhinderte vielleicht den Durchbruch in Hollywood. Dafür hatte der Film privat erfreuliche Folgen. Sie lernte ihren zukünftigen Mann Helmut Schmid kennen und lieben. Obwohl sie ihm in ihrer einzigen gemeinsamen Szene auf den Fuß stand. Lieselotte Pulver und Helmut Schmid heirateten, blieben bis zu seinem frühen Tod zusammen. Über 30 Jahre lang. Es war halt perfekt. Wir waren so ähnlich. Wir haben uns nicht ergänzt. Wir waren einfach fast wie eine Person. Das Paar stand mehrere Male gemeinsam vor der Kamera. So etwa in Kohlhiesels Töchter, wo Pulver gleich in zwei für sie typische Rollen schlüpfte. Die aufgestellte Liesel und die burschikose Schwester Susi. Wollen wir nicht noch einmal tanzen? So wie neulich. Mag nicht. Jedes Töpfchen findet sein Deckelchen, jeder Kater findet die Katz. Jedes Knöpfchen findet sein Fleckelchen, jedes Mädel findet sein Schatz. Lieselotte Pulver bevorzugte ganz klar den zweiten Rollentypus. Susi! Achtung! Susi, ganz ruhig bleiben! Nicht davonlaufen! Komm, Susi! Geh weg! Ganz
Ende der 60er Jahre begann für Lieselotte Pulver eine neue Karrierephase. Dafür gab es Gründe. Aber es hat sich einfach hier in den 68er Jahren hat's eine Revolution in den Medien. Und da ist plötzlich die traditionellen Filme, das war Opas Kino. Und ich habe das natürlich gar nicht gemerkt. Ich war viel zu viel mit mir selber beschäftigt. Und plötzlich kam ich halt einfach alleine. Dort habe ich auch mein zweites Kind bekommen. Und da habe ich den Anschluss ein bisschen verpasst. Und wie alt war ich dann? Dann war ich um die 40. Gewesen. Dann habe ich aber noch viel Fernsehen gemacht und Theatertourneen mit meinem Mann. Und das war alles eine wunderbare Zeit gewesen, aber es nicht etwas Bleibendes. Haben Sie von ihm gehört? Na ja, erzählen Sie mal. Aha, ja, weißt du, gut. Dann weiß ich, dass er was zusammenstimmt. Du, pass auf. Das ist der! Was? Das ist der! Kommen Sie zu mir! Im Fernsehen gewann sie die Herzen einer jüngeren Generation. Dank der Sesamstraße, wo sie als Lilo durch die Sendung führte. Lilo, versuch du es doch mal. Eben, ich krieg ja noch 50 Pfennig. Mhm. Was macht der Apparat eigentlich mit meinen 50 Pfennig? Hey, was ist? Nein. Ah. Ich habe schon ein paar Live-Sendungen gemacht, aber immer nur mit dieser Kamera. Also das ist alles noch ganz einfach gewesen. Und jetzt hatte ich dort plötzlich 4 Kameras gehabt. Und das war also wirklich so mässig schwierig gewesen, muss ich schon sagen. Erstens mal mit Baby zu spielen, das ist nicht leicht. Weil man immer den Puppenspieler anschaut, statt das Baby. Und dann nachher hat es zwar wenig Text gehabt, immer so Sätze so zwischendurch. Aber durch das, dass so viele Figuren sind da gewesen, hat es ganz präzise müssen kommen im Orchester. Sonst hätte die Kamera nicht können schneiden. Also Tiffy, wenn das stimmt, dann ist eine Großmutter eine fabelhafte Frau. Sie entdeckte ihr Talent als Geschichtenerzählerin und schrieb mehrere Bücher. Dieselbe Energie und Professionalität wie früher ins Kino steckte sie jetzt in ihre Auftritte am Bildschirm. Guten Abend, Müllmann. Guten Abend, gnädige Frau. Ja, Müllmann. Ihr Gatte, ich will sagen, Ihr Ex-Gatte weilt bereits hier. Tatsächlich, er weilt bereits. Mit Gatte. Oh, guten Abend. Guten Abend, Müllmann. Guten Abend, Herr Müllmann. Hallo, Irmgard. Klaus, servus. Hallo, Agnes. Ja, guten Abend, Agnes. Irmgard, nun komm. Sie steht, Lieselotte Pulver. Sie trat in Quizshows und Samstagabendkisten auf. Dort erzählte sie aus ihrem Leben und ihrer Kinokarriere. Der lang anhaltende Applaus, der beweist, dass man tatsächlich im Bild ist über unsere stolze Schweizer Filmexporte. Bei so einer Karriere wie bei ihr weiß man natürlich gar nicht recht, wo anfangen. Ihr Lachen ist fast so berühmt worden im Ausland wie die Schweizer Schocke. Und sie wird mit Preisen und Auszeichnungen überhäuft. Sie gewann das Bundesverdienstkreuz, 7-mal den Bambi, die Goldene Kamera und schließlich den Swiss Award für ihr Lebenswerk. Für Piroschka, für Hollywood-Produktionen, für die Sesamstraße. Ich bin sehr, sehr glücklich. Sie ist doch eins von unseren Nationalheiligtümern, das Berner Mädchen. Ich bin sehr, sehr glücklich. Und ich danke allen, denen, die das möglich gemacht haben. Und natürlich mein Publikum, das mir so lange treu geblieben ist. Für das Schweizer Publikum steht aber eine Rolle über allen anderen. Das Vreneli in den Urli-Filmen. Gotthelf begleitet sie seit ihrer Kindheit. In der Mittagspause las der Vater aus seinen Romanen vor. Du wirst der frische Meisterknecht sein. Das Vreneli war für die Bernerin aber noch aus einem anderen Grund wichtig. Ich war immer so ein Knallscharischer im deutschen Film. Und dann kommt plötzlich die Rolle. Erstens war es Literatur und Gotthelf und Welt bekannt. Und die Uli der Knecht und Uli der Pächter waren mit die bekanntesten Romane. Oder immer noch von Gotthelf. Ganz alleine?
Warte noch mal ein paar Blumen, verheizen. Jetzt ist da, habe ich plötzlich die Chance bekommen, dramatische Rolle können spielen, wo ich einfach gerade einen grossen Schritt vorwärts gehe. Die Uli-Filme waren zwar dramatisch, boten aber auch handfesten Klamauk. Hier gemeinsam mit Alfred Rasser. Es ist soweit. Wir haben gewonnen. Haben wir aber auch mehr gegeben. Dir zu lieb. Oh! Hilfe! 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 In der Haus. Was ist los, Vreneli? Er rennt schon wieder rum. Ein Weib hat er mir wollen. Ach, ich will ihn fragen. Du liegst. Die Frau fürs Grobe war Stefanie Glaser. Also, Miron, vergesse ich jedes Mal, wenn du bist gekommen, hat es ein riesen Geschrei gegeben. Es klebt und donnert. Die Beteiligten standen unter hohem Druck. Eine Verfilmung der Gotthelf-Romane musste ganz einfach ein Erfolg werden. Der Burgdorfer Regisseur Franz Schnieder sollte diesen garantieren. Er kannte das Emmental wie seine Westentasche. Jetzt sind der Kameramann Emil Berner und der Regisseur Franz Schnieder endlich zufrieden. Noch wird das nötige Quantum Sturmwind bestellt. Der Franz Schnieder war natürlich ein Spezialist für Jeremias Gotthelf. Ja. Seine Regie war einfach wahnsinnig kompromisslos. Der Aufwand machte sich bezahlt. Den ersten Teil um den ungelenkten Knecht, der dank einer guten Frau zu einem besseren Menschen wird, wollten 1,6 Millionen Schweizer sehen. Der zweite Teil, in dem das Vreneli in den Vordergrund rückt, verzeichnete noch mehr Zuschauer. Für Pulver eine Bewährungsprobe. Du bist schon grossartig, das Vreneli, wenn du prägt hast, hast du meine gute Antwort. Ja, ja, das mussten natürlich richtige Tränen sein. Das war dann mein Ehrgeiz. Und dann, wenn er es so manchmal wiederholt hat, Dann musste ich plötzlich ein bisschen drücken. Ich habe immer gemeint, das sei wichtig. Und ich habe mir nicht an Wasser in die Augen tun, sondern es müssen richtige Tränen sein. Warum hat mich der Weib nicht alleine gehabt? Ich war gerne alleine, aber ich habe nichts anderes gewusst. Weil wir zwei uns zusammengefunden haben. Da haben wir uns den Himmel versprochen. Und haben gemacht, dafür, was wir können haben. Und jetzt soll unten eine Tür zugeschlagen sein. Und ich kann nicht mehr zunehmen. Ich kann nicht sterben. Seit 70 Jahren begleitet uns Lieselotte Pulver. Als Vreneli, Piroschka, Lilo aus der Sesamstraße, Buchautorin, Geschichtenerzählerin. Dafür sagen wir Danke und gratulieren herzlich zum Geburtstag.